Express. Beim Renovieren entdeckt. Alte Malereien unter der Tapete. Was so etwas für Hausbesitzer bedeuten kann. Streit ums Trinkwasser. Bürger wehren sich gegen eine neue Leitung. Was steckt dahinter? Gesperrte Straßen und viel Frust. Wieso dauern Baustellen oft länger als geplant und bringen die Anwohner in Rage? Walz? Damit hat Peter Walz nicht gerechnet. Was? Wieso das denn? So lange? Der Metzgermeister ist fassungslos. So ein Mist. In der Nachbarschaft schwant auch Sporttherapeut Christian Minder und seiner Frau Böses. Das wird schlimm. Richtig schlimm für uns, ja. Eigentlich stehen heute Bewerbungsgespräche an. Wir müssen die auf jeden Fall absagen. Von der Nachricht sind noch mehr betroffen. Peter Walz will es genau wissen. Vielleicht geht es Friseurmeisterin Nicole Jöst ähnlich. Ich wollte mal fragen, ist das bei euch hier auch so? Ja, ist alles frei, die ganze Parkplätze. Du siehst gar kein Auto mehr auf der Straße. Uns fehlen seit der Woche 130, 150 Kunden jeden Tag. So kann das nicht weitergehen. Der Grund, die Hauptstraße im Mainzer Stadtteil Mombach ist gesperrt. Eigentlich sollte sie mit Hilfe von Fördergeldern umgestaltet und verschönert werden. Geschätzte Bauzeit nur wenige Wochen. Doch nun die Hiobsbotschaft. Die Bauarbeiten werden wohl ein gutes Jahr dauern. Denn hängt halt an den Versorgungsleitungen. Die sollen hier ebenfalls erneuert werden. Und das bedeutet eine langwierige Vollsperrung. Die Geschäftsleute fühlen sich schlecht und zu spät informiert. Es hätte so nicht sein müssen. Aus Erfahrung wissen sie nur zu gut, welche Einbußen eine Dauerbaustelle verursacht. Im Februar 2015 sorgt eine Verkehrsmeldung für Chaos im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und dann haben wir noch die A643 Wiesbaden-Mainz. Die Schiersteiner Brücke ist in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist die Fahrbahn abgesackt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Rund 80.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Schiersteiner Brücke. Eine der wichtigsten Verbindungen über den Rhein in der Region. Bei Bauarbeiten bricht ein Stahlträger. Die Fahrbahn sackt stellenweise bis zu 30 cm ab. Die Brücke wird sofort auf unbestimmte Zeit voll gesperrt. Tausende stehen im Stau. Die Nachricht trifft die Wiesbadener Spedition von Kai Trappel mit voller Wucht. Rundherum ist überall Stau. Das habe ich in 25 Jahren noch nicht erlebt. Auch auf der anderen Rheinseite spitzt sich die Lage zu. Morgens zur Arbeit stehen wir eine Stunde im Stau. Und dann, wenn die Mitarbeiter hier losfahren, dann brauchen die eine bis anderthalb Stunden, um überhaupt mal nach Wiesbaden zum Kunden zu kommen. Wir müssen eine Lösung finden. Heißt erstmal einen Umweg fahren. Denn die nächste Autobahnbrücke über den Rhein ist 11 Kilometer entfernt. Umzugsunternehmer Uwe Stark muss eine Entscheidung treffen. Ich habe mich entschlossen, dass wir morgen alle um 5 Uhr anfangen und nicht mehr um 7. Das bedeutet jede Menge Überstunden. Eine kostspielige Entscheidung. Doch Uwe Stark hat keine andere Wahl. Es geht schließlich nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um seinen guten Ruf als zuverlässiger Dienstleister. Ja, aber Gordon, wenn ich jetzt wegen 10 Kartons jemanden darüber schicke, der ist ja 2 Stunden unterwegs. Der Umzugsunternehmer muss sich etwas einfallen lassen. Er setzt auf die Solidarität und der Spediteur. Trappel, wir brauchen Ihre Hilfe. Keiner weiß, wie lange das Stauchaos noch dauert. Die ganze Branche ist gefährdet. Da wollten wir Sie fragen, ob wir bei Ihnen vielleicht einen Container abstellen können, damit wir da ein kleines Lager haben. Das ist gar kein Problem. Sondern eine Selbstverständlichkeit für Spediteur Kai Trappel. Denn auch er kämpft Tag für Tag mit den neuen Bedingungen. Unser Kunde ist von hier 5 Kilometer entfernt und wir müssen jetzt einmal komplett um Mainz rum. Da ist gegenseitige Unterstützung willkommen. Vielen Dank nochmal, das ist uns wirklich eine große Hilfe. Die ist auch nötig, denn die Rheinbrücke bleibt noch eine ganze Weile gesperrt. Im Ortskern von Mainz-Mombach bereitet die neue Baustelle dem Metzgermeister Kopfzerbrechen. Ein Drittel weniger Umsatz, das ist eine Katastrophe. Die Baustelle, die macht uns kaputt. Die fast 200-jährige Tradition des Familienbetriebs ist in Gefahr. Peter Walz braucht schnell eine Lösung. Derweil irrt ein Touristenbus durchs deutsch-belgische Grenzgebiet. Sein Ziel? Losheim. Doch der Weg dahin steckt voller Hindernisse. Ach Mist, schon wieder eine Umleitung. Davon betroffen ist auch die örtliche Krippenausstellung. Eine der größten Europas.
Leiter Michael Balter ist besorgt. Kein Mensch. Nur wenige hundert Meter entfernt, am Ortsrand, bei Angelika Böhm. Ach, da ist schon wieder jemand. Sie kennt das schon. Viele Ortsfremde landen bei ihr und kommen nicht weiter. Kann ich Ihnen helfen? Wir sind völlig aufgeschmissen irgendwie. Ich fahre dann vor. Die Umleitung hat ihre Tücken. Immer öfter muss Angelika Böhm den Weg weisen. Auch der Busfahrer hat die Orientierung verloren. Der Besuch der Ausstellung steht auf der Kippe. Ja, wir warten schon auf Sie. Einzige Chance, Michael Balter muss lotsen. Das scheint ja noch eine Weltreise zu sein. Zumindest für Ortsunkundige. Doch dann hat die Irrfahrt durch die Eifel schließlich ein Ende. Endlich ist er da, der Bus. Michael Balter versteht die Orientierungsprobleme des Busfahrers nur zu gut. Seit einigen Wochen ist eine wichtige Bundesstraße unpassierbar. Na, Sie sehen, die sind da am Arbeiten, ne? Die Fahrbahndecke muss erneuert werden. Dafür soll die Bundesstraße zwar für wenige Monate halbseitig gesperrt werden, aber mit einer Ampel befahrbar bleiben. Doch dann kommt alles anders. Die Straße ist so kaputt, dass sie ganz aufgerissen werden muss. Für Bürgermeister Rudolf Westerburg eine gute Gelegenheit. Wir werden auf jeden Fall die Wasserleitung mit erneuern. Dann dauert's ja noch länger. Doch hier geht es auch um Kosten. Die Anwohner haben das Nachsehen. Auch im Mainzer Stadtteil Mombach ist die Lage angespannt. Anlieger und Geschäftsleute leiden unter der Dauerbaustelle. Es kommt kein Mensch mehr in der Art rein. Die Baustelle, die ruiniert uns. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Metzgermeister Peter Walz muss etwas unternehmen und wendet sich an die Ortsvorsteherin Eleonore Lossen-Geißler. Doch die Proteste der Geschäftsleute sieht sie kritisch. Die Geschäftsleute haben sich eine Umgestaltung der Hauptstraße gewünscht. Planung für ein Jahr ist einfach definitiv zu lang. Denn auch die Stammkunden gehen dann vielleicht woanders einkaufen. Um nicht noch mehr Umsatz einzubüßen, ergreift der Metzgermeister selbst die Initiative. Ein einfacher Hinweis soll verlorene Kundschaft wieder zurückgewinnen. So, jetzt sieht's jeder. Fakt ist, Kunden gelten als Anlieger. Auch in Losheim bangt Michael Balter um die Existenz des Familienbetriebs. Wie, du alleine hier, auch so ruhig? Kein Mensch da. Das hat es in meinen 50 Jahren noch nicht gegeben. Vater Hermann Josef Balter hat das Restaurant von seinen Eltern übernommen. Die Flaute ist bedrohlich. Wir müssen da intervenieren. Rudi, ich habe schon wieder Beschwerden von Losheim. Doch dem Bürgermeister sind die Hände gebunden. Denn für die Baustelle ist nicht die Gemeinde zuständig. Sie wird vom Landesbetrieb Straßen Nordrhein-Westfalen betreut. Großstraßen. Sofort setzt sich Rudolf Westerburg mit Projektleiter Andreas Groß in Verbindung. Ich muss mich für die Leute da oben einsetzen. Die Vollsperrung ist erforderlich und unumgänglich. Doch der Projektleiter hat einen Vorschlag zur Güte. Morgen findet eine Baustellenbesprechung statt, an der auch der Bürgermeister teilnehmen soll. Andreas Groß weiß genau, wie wichtig die Bundesstraße für die gesamte Region ist. In seiner Funktion als Projektleiter sucht er nach einer einvernehmlichen Lösung. Wie können wir die Arbeiten komprimieren, dass wir etwas Zeit einsparen können? Das Ergebnis? Mehrere Teams sollen gleichzeitig auf die Baustelle. So lange, bis nur noch Restarbeiten zu erledigen sind. Das Ganze geht mit halbseitiger Sperrung. Ein Kraftakt für alle Beteiligten. Doch die Entscheidung des Projektleiters steht. Schon bald kann die Bundesstraße wieder befahren werden. Auch in Mainz-Mombach hat Ortsvorsteherin Eleonore Lossen-Geißler eine Lösung gefunden. Peter Walz ist der Erste, der davon erfährt. Ich habe ganz gute Nachrichten für Sie. Nach neuen Planungen sollen die Bauarbeiten bald nur noch eine Straßenseite blockieren. Damit ist dann eine Spur wieder frei. Endlich ein Lichtblick. Das freut auch die anderen Geschäftsleute in der Hauptstraße. Unser Einsatz hat sich gelohnt. Oh, das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Erleichterung bei den Betroffenen. Die weiteren Bauarbeiten werden sie dennoch ganz genau im Auge behalten. Trotz aller Planung läuft eben noch lange nicht alles nach Plan. Von Straßenbaustellen kennen Sie sicher auch das, was da gerade abgekippt wird. Viele sagen nach wie vor Teer dazu, das ist es aber nicht, denn der ist bei uns seit 1984 verboten. Zu giftig.
Stattdessen enthalten moderne Asphaltmischungen ein anderes Bindemittel, und zwar Bitumen. Das wird aus Erdöl gewonnen, dichtet ebenfalls gut ab, ist gesundheitlich aber eher unbedenklich. Nicht jede Veränderung kommt jedoch gut an. Die Aussicht auf eine neue Trinkwasserversorgung zum Beispiel kann für ordentlich Aufregung sorgen. Die Dorfbewohner fordern endlich Klarheit. Die Pläne für eine neue Wasserleitung sind längst kein Gerücht mehr. Das wollen sie auf keinen Fall hinnehmen. Wir haben eine. Also was soll das Ganze? Das geht mir nicht ins Hirn rein. Die Bürger von Klingelbach können es nicht fassen. Hier oben, 80 Kilometer nordwestlich von Passau, versorgen sich die meisten Haushalte mit Quellwasser. Und das bereits seit über 50 Jahren. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Denn die Quelle ist angeblich gefährdet durch ein altes Haus, eine Straße und ein benachbartes Skigebiet. Doch das leuchtet ihnen nicht ein. Sie holen sich Unterstützung. Walter Schätzel hat bereits vor Jahren um den Erhalt einer Quelle gekämpft und den Streit damals gewonnen. Dann sollte man sich das Ganze mal genauer anschauen, oder? Doch vor Ort können sie keine akuten Gefahren für ihre Quelle finden. Also wenn die Straße jetzt ein Problem ist, dann frage ich mich schon, warum das dann überhaupt gebaut werden darf. Das Wasserschutzgebiet war vorher da. Im Landratsamt Straubing-Bogen entdeckt Sachgebietsleiter Uwe Roth indes etwas Auffälliges. Das Wasserschutzgebiet der alten Dorfquelle Gut Klingelbach weist eine Besonderheit auf. Es ist kreisrund. Dieses runde Wasserschutzgebiet entspricht den heutigen fachlichen Anforderungen nicht mehr. Denn die Quelle wurde vor 1960 erschlossen. Da sahen die Richtlinien noch anders aus. Doch die Stichstraße im Wasserschutzgebiet hätte ohne entsprechende Vorkehrungen nicht gebaut werden dürfen. Auch fehlt ein Gefahrenschild für Autofahrer. Gestört hat das bislang aber niemanden. Selbst die Bundesanstalt für Straßenwesen hält das Risiko einer möglichen Verschmutzung des Grundwassers durch die Stichstraße für geringfügig. Kommt nie ein Auto, so gut wie nicht. Und dann steht im Schutzgebiet der Quelle noch ein unbewohntes Haus. Auch das angeblich ein Problem, obwohl... Wir wollen zuerst da aus. Doch von dem Haus könnten gefährliche Stoffe ins Quellwasser gelangen, so die Meinung der Kommunalpolitiker. Wäre das der Fall, hätte es Folgen. Damit ist dann natürlich die bestehende Trinkwasserversorgung nicht mehr gesichert. Heutige Wasserschutzgebiete richten sich nach der Fließrichtung des Wassers und der Durchlässigkeit des Bodens darüber. Man sieht es ja hier bei den anderen Wasserschutzgebieten, die haben eigentlich ja, alle ganz andere Formen. Strengere Auflagen für ein neues Wasserschutzgebiet erfordern auch einen höheren Arbeitsaufwand. Das kostet und dauert. Die Folge, die alte Quelle könnte ihren Schutz verlieren. Das Landratsamt macht den Klingelbachern Druck. Ein Anschluss an die Fernwasserversorgung scheint unausweichlich. Anwohner Anton Ziesler will etwas dagegen tun. Bei einem Kontrollgang kommt ihm plötzlich etwas ungewöhnlich vor. Irgendwas stimmt da nicht. Normal plätschert das da. Doch heute plätschert hier gar nichts. Viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Entweder entweicht das Wasser irgendwo oder die Quelle macht schlapp. Darüber rätseln auch die Frauen im Dorf. Vielleicht hat das vergangene sehr trockene Jahr etwas mit der geplanten Fernwasserleitung zu tun. Der Sommer, der war doch so heiß, dass die Angst haben, eventuell, dass bei uns auch das Wasser ausgeht. In einigen Ortschaften herrschte damals sogar Wassernotstand. Oh je, jetzt kommt kein Wasser mehr, was ist denn jetzt los? Den Bayerischen Wald traf es besonders schlimm. An einigen Stellen sprudelte kaum was. Wäre auch die Quelle in Klingelbach betroffen, müsste sie als ordentliche Trinkwasserversorgung stillgelegt werden. Das läuft super. Zum Glück ist alles in Ordnung. Die alte Quelle Gut Klingelbach sprudelt wie eh und je. Trotzdem geht Ziesler der Sache weiter nach. Vielleicht liefert die Überwachungskamera ja neue Hinweise. Ein Bewegungsmelder löst sie aus. Alle paar Minuten sendet die Kamera ein Bild auf sein Handy. Doch dann die Erkenntnis. Das bin ich aber selber. Sonst war nichts drauf. Da kommt ihm eine Idee. Vielleicht hat die Kläranlage am Ortsausgang etwas mit dem rätselhaften Wasserschwund zu tun. Irgendwas ist da faul. Da stinkt's doch gewaltig hier.
Die Anlage wird täglich mit 1,5 Kubikmeter Quellwasser versorgt. Das geklärte Wasser landet im nahegelegenen Bach. Doch Anton Ziesler hat den Eindruck, dass derzeit viel mehr Wasser aus der Kläranlage abfließt. Seht ihr den Flusskrebs da drin? Ein Indiz für sauberes Wasser. Zieslers Verdacht, es fließt mehr Quellwasser als sonst zur Kläranlage. Bist du sicher, dass das unser Quellwasser sein kann? Anton Ziesler hat einen Plan. Er dreht der Kläranlage den Zulauf ab. Nach dem Abdrehen des Schiebers sieht man ja, wird der Schmutz wieder mehr. Der Schaum kommt wieder mehr. Ja, und was machen wir jetzt? Geht zur Presse. Nur wenige Tage später steht der Fall Klingelbach in der Zeitung. Sogar der Bürgermeister wird zitiert. Anton Piermeier, der Bürgermeister von St. Engelmar, weist jegliche Vorwürfe dieser Art von sich. Beweise gibt es nicht. Die Fronten sind verhärtet. Eine Einigung ist nicht absehbar. Im Gegenteil, die Gemeinde lässt die Bagger anrollen. Eine Baufirma soll die Wasserleitungen verlegen, gegen den Willen der Anwohner. Und auf deren Privatgrundstücken. Resi Pani will endlich Klarheit. Ich war jetzt bei der Rechtsanwältin und es war sehr, sehr aufschlussreich. Als Sprecherin der Interessengemeinschaft berichtet sie von den Vorfällen und Anton Zieslers Aktion. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass wenn die Gemeinde hier illegal Wasser abzapft, dass man dann Anzeige erstatten kann. Doch so weit wollen die Bürger von Klingelbach erstmal nicht gehen. Also ich finde, dass man den Frieden im Dorf bewahren sollte, dann sollte man das Ganze ein bisschen auf die vernünftige Art und Weise regeln. Wir müssen uns da fachliche Unterstützung holen. Sie beauftragen den unabhängigen Sachverständigen Jiří Polivka. Sollte tatsächlich ein neues Gutachten für das Wasserschutzgebiet benötigt werden, müssen Sie Folgendes beachten. Bitte nicht das Wasserrecht neu beantragen. Damit erlischt das Alte. Das ist für alle Zeit verbrieft und gültig. Doch die Bagger arbeiten weiter und heben bereits die Gräben für die neue Fernwasserleitung aus. Auch auf dem Grundstück von Anton Ziesler. Stopp hier, hier wird nicht mehr weiter gebaut. Mit schwerem Gerät kann er erstmal die Bauarbeiten stoppen. Jetzt ist schneller Rat gefragt. Sofort schaltet Anton Ziesler die Juristin Dr. Hermann Reichold ein. Grüß Gott, Herr Ziesler. Wer baut genau? Die Verwaltungsrechtlerin erweckt einen sofortigen Baustopp auf Anton Zieslers Grundstück. Überdies verschafft sie der Interessengemeinschaft noch mehr Klarheit. Ich habe die Angelegenheiten rechtlich geprüft und ich sehe keine Voraussetzungen für einen Anschluss- und Benutzungszwang an das Fernwasser. Die Klingelbacher können erst mal aufatmen. Auch ein Prüfbericht bestätigt, die Qualität des Quellwassers ist einwandfrei. Es liegen keine Gründe vor, warum dieses Wasserschutzgebiet nunmehr widerrufen werden kann. Das ist gut für uns, oder? Das ist sehr gut. Ihre Quelle ist vorerst sicher. Die Klingelbacher können übrigens froh sein, dass ihre Quelle keine Überfallquelle ist. Sowas gibt's wirklich. Überfallquellen sprudeln extrem unzuverlässig. Und zwar nur dann, wenn sich in einem unterirdischen Hohlraum so viel Wasser angesammelt hat, dass es überläuft. Auch Geysire sind übrigens Quellen. Die brechen, vereinfacht gesagt, immer dann aus, wenn sich im Untergrund hoher Druck aufgebaut hat. Kurz davor, in die Luft zu gehen, ist auch ein Bürgermeister, weil bei ihm nicht alles nach Plan läuft. Das hat Nico Dittmann nicht erwartet. Das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder? Ich bin jetzt auch ein bisschen sprachlos. Der Bürgermeister kann es nicht fassen. Schon lange ist die alte Fabrik ein Schandfleck und soll endlich weg. Das sieht auch Markus Motes vom Bauamt so. Doch jetzt die Hiobsbotschaft. Ein Teil des Gebäudes wird unter Denkmalschutz gestellt. Aber wenn wir das Gebäude jetzt nicht abreißen dürfen, haben wir ja ein Riesenproblem, eine Riesengefahrenstelle. Man kann ja die Fabrik nicht so stehen lassen. Das Gebäude muss weg. Sogar die angrenzende Straße ist nicht mehr sicher. Denn die alte Strumpffabrik droht bereits einzustürzen. Doch einige Bürger vermuten im Gemäuer einen Schatz. Das müsste auf alle Fälle erhalten werden. Das ist eigentlich was Einzigartiges, was wir sonst hier im Ort nicht finden können. Aber die Stadt Thalheim im Erzgebirge hat bereits andere Pläne für das Gelände. Erstmal soll eine Grünfläche entstehen, auf lange Sicht vielleicht auch Häuser. Nun jedoch könnte das ganze Projekt platzen.
Sie wollen mal sagen, dass wir das nicht abreißen können? Das hat doch Riesenauswirkungen. Vor einigen Jahren beginnt alles mit dem Verdacht zweier Freundinnen aus dem Ort. Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Bärbel Löser kennt die Fabrik recht gut. Für einige Zeit hatte sie dort eine kleine Möbelwerkstatt. Sie erinnert sich an etwas Ungewöhnliches. Zum Glück passt der alte Schlüssel noch. Mittlerweile stehen alle Gebäude der Fabrik leer. Bärbel Löser ist gespannt, was Katja Kircheis davon hält. Ja, hier müsste es sein. Ah! Da drüben. Eine merkwürdige Stuckrahmung. Ah, was könnte das sein? Schau mal, da geht die Farbe runter. Da kommt sogar ein bisschen Gold durch. Gold unter dem Putz. Das scheint was Wertvolles zu sein. Hier ist überall was. Wir sollten uns Hilfe holen. Ein Expertenblick ist nötig. Cindy Schwarz ist Ortschronistin und kennt die Firmengeschichte gut. Sie wird den beiden sicher mehr sagen können. Und tatsächlich, was da zum Vorschein kommt, ist einmalig. Die Wandmalereien zeigen die alte Strumpffabrik. Sie sind mehr als 100 Jahre alt. Also ich glaube, wir haben wirklich was ganz Tolles hier gefunden. Doch die Freude hält nicht lange. Katja Kircheis und ihr Mann hören von den Abrissplänen. Also Sie können doch die Fabrik nicht einfach abreißen, da sind doch die Bilder noch drin. Die werden, glaube ich, noch nicht mal wissen, dass da überhaupt Bilder sind. Das muss sich ändern. Aufgeregt informiert sie den Bürgermeister. Doch ihm sind erst mal die Hände gebunden. Ich kann Sie natürlich verstehen, dass Sie die Gemälde halten wollen, aber Abrissantrag ist gestellt. Und sobald das Geld da ist, werden wir den Abriss beginnen. Ja, wenn jetzt abgerissen wird, dann sind die Bilder kaputt. Katja Kircheis ist aufgebracht. Gemeinsam mit ihrem Mann Ronny sucht sie nach einer Lösung. Beide hoffen auf Hilfe vom Denkmalamt. Tatenlos zusehen ist nicht. Noch bleibt aber unklar, ob die Behörde den Abriss stoppen kann. Vielleicht sind die Bilder doch nichts so Ungewöhnliches. In Berlin passiert etwas ganz Ähnliches. Beim Renovieren ihrer Villa werden Jan und Ilsa B. Krause stutzig. Irgendetwas verbirgt sich da unter der Tapete. Guck mal, siehst du das? Je mehr sie freilegen, desto klarer wird es. Das ist ja Farbe da drunter. Ja. Das haben sie nun wirklich nicht erwartet. Renovieren geht erstmal nicht mehr. Ja gut, dann können wir es aber im Moment nicht überstreichen. Dann müssen wir es erst freilegen. Die beiden kommen aus dem Staunen nicht heraus. Vielleicht handelt es sich um wertvolle Wandmalereien. Dann könnte ihnen der Denkmalschutz einen Strich durch die Rechnung machen. Außerdem zieht in einem Monat die Tochter hier ein und die will weiße Wände. Im Moment jedenfalls geht's so nicht weiter. An Weiterarbeiten ist erstmal nicht zu denken. Stattdessen suchen die Krauses nach Hinweisen in der Geschichte ihrer über 100 Jahre alten Villa. Sie wollen herausfinden, wer diese Wandmalereien geschaffen hat. Denn solche Funde können richtig wertvoll sein. In einem der zahlreichen Bücher stoßen sie auf eine heiße Spur. Friedrich Blume, der Architekt ihres Hauses, war mit dem Hamburger Maler César Klein befreundet. Wenn er die Wände bemalt hat, wäre das eine kleine Sensation. Die Krauses brauchen dringend eine Expertise. Die Kunsthistorikerin Ruth Irmgard Dallinghaus weiß, dass César Klein vor rund 100 Jahren in Berlin wirklich eine Villa ausgemalt hat. Ganz ungewöhnlich. Schön. Schnell wird sie fündig. Mit scharfem Blick entdeckt sie eine kaum erkennbare Inschrift. Kein Zweifel, es ist die Signatur des Malers. Sie haben hier einen von César Klein ausgemalten Raum. Die Expertin weiß auch, seine Bilder können bis zu 20.000 Euro wert sein. Nun fragen sich die Krauses, was sie damit machen sollen. Die wertvollen Malereien würden sie gerne erhalten. Andererseits ist da noch ihre Tochter. Ja, wir müssen einen Kompromiss finden. Ein Restaurator soll sich das ansehen. Tag, Herr Schelk. Vielleicht hat Hans Schelkle eine Lösung, wie sie die Malereien erhalten und trotzdem renovieren können. Schelkles Planer will einen Teil der Wände mit besonders dünnem Japanpapier abdecken. Es wird überklebt mit speziellen Klebemitteln und gibt uns die Möglichkeit, eventuell später mal wieder die Malerei freizulegen. Und die sichtbaren Motive restauriert Hans Schelkle mit viel Fingerspitzengefühl und feinster Pinseltechnik. Eine überraschend gute Lösung, finden die Krauses. Hätten man zu Anfang nicht erwartet, dass es so schön wird. Und so haben die Krauses einen richtigen Kunstschatz in ihrer Villa. In Thalheim dagegen brodelt es weiter.
Bürgermeister Nico Dittmann drängt auf den Abriss der alten Fabrik. Das Gebäude muss weg. Sieht wirklich gut aus. Perfekt. Du hast schon. Dankeschön. Denn mittlerweile sind Fördergelder beantragt. Etwa 1 Million Euro. Doch inzwischen zeigt das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden großes Interesse. Michael Streetz und Thorsten Niemuth sind begeistert von den ungewöhnlichen Wandmalereien. Mir fällt nichts ein, wo wir sowas schon mal in der Fabrik gehabt hätten. Das müssen wir uns natürlich dann unbedingt vor Ort noch mal anschauen. Eine gemeinsame Begehung soll klären, wie mit den Malereien verfahren wird. Die Denkmalschützer wollen die über 100 Jahre alten Darstellungen unbedingt erhalten. Und ihre Argumente haben Gewicht. Das ist sozusagen für die Ortsgeschichte von enormer Bedeutung. Geschmacklich lässt sich drüber streiten. Das ist ein Unikat. Das ist wie Michelangelo oder sonst was. Das ist wirklich ein Zeitdokument und das kann man nicht ersetzen. Also müssen die Wände samt Malereien gerettet werden. Das will auch der Bürgermeister. Aber die ganze Aktion könnte die Stadt teuer zu stehen kommen. Wir sind auch für die Kosten verantwortlich. Und da graut es mir, weil da ist der Stadthaushalt da relativ klein für solche Extra-Aufgaben. Die Bergung der Bilder würde geschätzte 40.000 Euro kosten. Daher gilt es, keine Zeit zu verlieren. Restaurator Thorsten Niemuth bringt immer mehr rätselhafte Details ans Tageslicht. Eine Moschee, Kamele und sogar chinesische Schriftzeichen. Eine ferne Welt in einer Strumpffabrik mitten im Erzgebirge. Hier ist was ganz Spannendes zum Vorschein gekommen. Katja Kircheis soll das Rätsel lösen. Die Architektin kennt sich mittlerweile gut aus mit der Firmengeschichte. Fakt ist, dass der Bruno Neukirchner 1902 tatsächlich Weltmarktführer war. Der Thalheimer Fabrikant hat seine Strümpfe sogar bis nach China geliefert. Die Wandmalereien sind eine echte Sensation. Doch dann die Ernüchterung. Alle Anwohner im Umkreis werden informiert, die baufällige Fabrik soll abgerissen werden und das schon in wenigen Monaten. Oh nein! Die Stadt macht ernst. In ihrer Verzweiflung wendet sich Katja Kircheis an das zuständige Denkmalamt. Hallo? Die wollen jetzt wirklich das Fabrikgebäude abreißen. Da. Restaurator Thorsten Niemuth hat eine Idee. Da wäre es vielleicht gut, die Medien einzuschalten. Die Öffentlichkeit soll von den einmaligen Wandmalereien erfahren. Und die Lokalzeitung hat Interesse. Es dauert nicht lang, da erscheint auch schon der Artikel. Bürgermeister Nico Dittmann ist völlig überrascht. Von einem Pressetermin hat er nichts gewusst. Unglaublich. Die alte Fabrik wird zum Gesprächsthema Nummer 1 in Thalheim. Auch der Heimatverein macht sich mittlerweile stark für den Erhalt der Malereien. Das ist einmalig. Doch solange die Fabrik nicht unter Denkmalschutz steht, kann sie jederzeit abgerissen werden. Dann endlich der Anruf des Amtes mit guten Nachrichten. Hallo? Die Kompromisslösung, nur das ausgemalte Zimmer wird unter Schutz gestellt. Prima! Aber das beschert Bürgermeister Nico Dittmann neue Probleme. Das wird ja sicherlich ein Heidengeld kosten, vierstellig, fünfstellig. Wo kriegen wir denn jetzt das Geld her? Was machen wir da jetzt? Rund 100.000 Euro kostet der Abriss der Fabrik samt Bergung der Zimmerwände. Dazu kommt dann noch die vermutlich ebenso teure Restaurierung. Irgendeine Lösung müssen wir hier finden. Wo die Wandmalereien später ausgestellt werden sollen, weiß Nico Dittmann aber jetzt schon. Mitten im Rathaus. Finde ich wirklich eine tolle Entscheidung. Ein schönes Projekt, durch das den Thalheimern ein wertvolles Stück ihrer Stadtgeschichte erhalten bleibt. Das war's von uns für heute. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal bei Terra Express. Anlieger und Geschäftsleute leiden unter der Dauerbaustelle. Es kommt kein Mensch mehr in der Art rein. Die Baustelle, die ruiniert uns. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Metzgermeister Peter Walz muss etwas unternehmen und wendet sich an die Ortsvorsteherin Eleonore Lossen-Geißler. Doch die Proteste der Geschäftsleute sieht sie kritisch. Die Geschäftsleute haben sich eine Umgestaltung der Hauptstraße gewünscht. Planung für ein Jahr ist einfach definitiv zu lang. Denn auch die Stammkunden gehen dann vielleicht woanders einkaufen. Um nicht noch mehr Umsatz einzubüßen, ergreift der Metzgermeister selbst die Initiative. Ein einfacher Hinweis soll verlorene Kundschaft wieder zurückgewinnen. So,
Jetzt sieht's jeder. Fakt ist, Kunden gelten als Anlieger. Auch in Losheim bangt Michael Balter um die Existenz des Familienbetriebs. Wie, du alleine hier, auch so ruhig? Kein Mensch da. Das hat es in meinen 50 Jahren auch nicht gegeben. Vater Hermann Josef Balter hat das Restaurant von seinen Eltern übernommen. Die Flaute ist bedrohlich. Wir müssen da intervenieren. Brudi, ich habe schon wieder Beschwerden von Losheim. Doch dem Bürgermeister sind die Hände gebunden. Denn für die Baustelle ist nicht die Gemeinde zuständig. Sie wird vom Landesbetrieb Straßen Nordrhein-Westfalen betreut. Großstraßen. Sofort setzt sich Rudolf Westerburg mit Projektleiter Andreas Groß in Verbindung. Ich muss mich für die Leute da oben einsetzen. Die Faultsperrung ist erforderlich und unumgänglich. Doch der Projektleiter hat einen Vorschlag zur Güte. Morgen findet eine Baustellenbesprechung statt, an der auch der Bürgermeister teilnehmen soll. Andreas Groß weiß genau, wie wichtig die Bundesstraße für die gesamte Region ist. In seiner Funktion als Projektleiter sucht er nach einer einvernehmlichen Lösung. Wie können wir die Arbeiten komprimieren, dass wir etwas Zeit einsparen können? Das Ergebnis? Mehrere Teams sollen gleichzeitig auf die Baustelle. So lange, bis nur noch Restarbeiten zu erledigen sind. Das Ganze geht mit halbzeitiger Sperrung. Ein Kraftakt für alle Beteiligten. Doch die Entscheidung des Projektleiters steht. Schon bald kann die Bundesstraße wieder befahren werden. Auch in Mainz-Mombach hat Ortsvorsteherin Eleonore Lossen-Geißler eine Lösung gefunden. Peter Walz ist der Erste, der davon erfährt. Ich habe ganz gute Nachrichten für Sie. Nach neuen Planungen sollen die Bauarbeiten bald nur noch eine Straßenseite blockieren. Damit ist dann eine Spur wieder frei. Endlich ein Lichtblick. Das freut auch die anderen Geschäftsleute in der Hauptstraße. Unser Einsatz hat sich gelohnt. Oh, das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Erleichterung bei den Betroffenen. Die weiteren Bauarbeiten werden sie dennoch ganz genau im Auge behalten. Eine der wichtigsten Verbindungen über den Rhein in der Region. Bei Bauarbeiten bricht ein Stahlträger. Die Fahrbahn sackt stellenweise bis zu 30 cm ab. Die Brücke wird sofort auf unbestimmte Zeit voll gesperrt. Tausende stehen im Stau. Die Nachricht trifft die Wiesbadener Spedition von Kai Trappel mit voller Wucht. Rundherum ist überall Stau. Das habe ich in 25 Jahren noch nicht erlebt. Auch auf der anderen Rheinseite spitzt sich die Lage zu. Morgens zur Arbeit stehen wir eine Stunde im Stau. Und dann, wenn die Mitarbeiter hier losfahren, dann brauchen die eine bis anderthalb Stunden, um überhaupt mal nach Wiesbaden zum Kunden zu kommen. Wir müssen eine Lösung finden. Heißt erstmal einen Umweg fahren. Denn die nächste Autobahnbrücke über den Rhein ist 11 Kilometer entfernt. Umzugsunternehmer Uwe Stark muss eine Entscheidung treffen. Ich habe mich entschlossen, dass wir morgen alle um 5 Uhr anfangen und nicht mehr um 7. Das bedeutet jede Menge Überstunden. Eine kostspielige Entscheidung. Doch Uwe Stark hat keine andere Wahl. Es geht schließlich nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um seinen guten Ruf als zuverlässiger Dienstleister. Ja, aber Gordon, wenn ich jetzt wegen 10 Kartons jemanden darüber schicke, der ist ja 2 Stunden unterwegs. Der Umzugsunternehmer muss sich etwas einfallen lassen. Er setzt auf die Solidarität und der Spediteur. Trappel, wir brauchen Ihre Hilfe. Keiner weiß, wie lange das Stauchaos noch dauert. Die ganze Branche ist gefährdet. Da wollten wir Sie fragen, ob wir bei Ihnen vielleicht einen Container abstellen können, damit wir da ein kleines Lager haben. Das ist gar kein Problem. Sondern eine Selbstverständlichkeit für Spediteur Kai Trappel. Denn auch er kämpft Tag für Tag mit den neuen Bedingungen. Unser Kunde ist von hier 5 Kilometer entfernt und wir müssen jetzt einmal komplett um Mainz rum. Da ist gegenseitige Unterstützung willkommen. Vielen Dank nochmal, das ist uns wirklich eine große Hilfe. Die ist auch nötig, denn die Rheinbrücke bleibt noch eine ganze Weile gesperrt. Im Ortskern von Mainz-Mombach bereitet die neue Baustelle dem Metzgermeister Kopfzerbrechen. Ein Drittel weniger Umsatz, das ist eine Katastrophe. Die Baustelle, die macht uns kaputt. Die fast 200-jährige Tradition des Familienbetriebs ist in Gefahr. Peter Walz braucht schnell eine Lösung. Derweil irrt ein Touristenbus durchs deutsch-belgische Grenzgebiet. Sein Ziel? Losheim. Doch der Weg dahin steckt voller Hindernisse. Ach, mir ist schon wieder eine Umleitung. Davon betroffen ist auch die örtliche Krippenausstellung. Eine der größten Europas. Leiter Michael Balter ist besorgt.
kein Mensch. Nur wenige hundert Meter entfernt, am Ortsrand, bei Angelika Böhm. Ach, da ist schon wieder jemand. Sie kennt das schon. Viele Ortsfremde landen bei ihr und kommen nicht weiter. Kann ich Ihnen? Dann sollte man sich das Ganze mal genauer anschauen, oder? Doch vor Ort können sie keine akuten Gefahren für ihre Quelle finden. Also wenn die Straße jetzt ein Problem ist, dann frage ich mich schon, warum das dann überhaupt gebaut werden darf. Das Wasserschutzgebiet war vorher da. Im Landratsamt Straubing-Bogen entdeckt Sachgebietsleiter Uwe Roth indes etwas Auffälliges. Das Wasserschutzgebiet der alten Dorfquelle Gut Klingelbach weist eine Besonderheit auf. Es ist kreisrund. Dieses runde Wasserschutzgebiet entspricht den heutigen fachlichen Anforderungen nicht mehr. Denn die Quelle wurde vor 1960 erschlossen. Da sahen die Richtlinien noch anders aus. Doch die Stichstraße im Wasserschutzgebiet hätte ohne entsprechende Vorkehrungen nicht gebaut werden dürfen. Auch fehlt ein Gefahrenschild für Autofahrer. Gestört hat das bislang aber niemanden. Ich hab's noch schwarz auf weiß, wer es sehen will. Selbst die Bundesanstalt für Straßenwesen hält das Risiko einer möglichen Verschmutzung des Grundwassers durch die Stichstraße für geringfügig. Kommt nie ein Auto, so gut wie nicht. Und dann steht im Schutzgebiet der Quelle noch ein unbewohntes Haus. Auch das angeblich ein Problem, obwohl... Wir wollen zuerst da aus. Doch von dem Haus könnten gefährliche Stoffe ins Quellwasser gelangen, so die Meinung der Kommunalpolitiker. Wäre das der Fall, hätte es Folgen. Damit ist dann natürlich die bestehende Trinkwasserversorgung nicht mehr gesichert. Heutige Wasserschutzgebiete richten sich nach der Fließrichtung des Wassers und der Durchlässigkeit des Bodens darüber. Man sieht es ja hier bei den anderen Wasserschutzgebieten, die haben eigentlich ja, alle ganz andere Form. Strengere Auflagen für ein neues Wasserschutzgebiet erfordern auch einen höheren Arbeitsaufwand. Das kostet und dauert. Die Folge, die alte Quelle könnte ihren Schutz verlieren. Das Landratsamt macht den Klingelbachern Druck. Ein Anschluss an die Fernwasserversorgung scheint unausweichlich. Anwohner Anton Ziesler will etwas dagegen tun. Bei einem Kontrollgang kommt ihm plötzlich etwas ungewöhnlich vor. Irgendwas stimmt da nicht. Normal plätschert das da. Doch heute plätschert hier gar nichts. Viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Entweder entweicht das Wasser irgendwo oder die Quelle macht schlapp. Darüber rätseln auch die Frauen im Dorf. Vielleicht hat das vergangene sehr trockene Jahr etwas mit der geplanten Fernwasserleitung zu tun. Der Sommer, der war doch so heiß, dass die Angst haben, eventuell, dass bei uns auch das Wasser ausgeht. In einigen Ortschaften herrschte damals sogar Wassernotstand. Oh je, jetzt kommt kein Wasser mehr. Was ist denn jetzt los? Den Bayerischen Wald traf es besonders schlimm. An einigen Stellen sprudelte kaum was. Wäre auch dies Richtung des Wassers und der Durchlässigkeit des Bodens darüber. Man sieht es ja hier bei den anderen Wasserschutzgebieten, die haben eigentlich ja, alle ganz andere Form. Strengere Auflagen für ein neues Wasserschutzgebiet erfordern auch einen höheren Arbeitsaufwand. Das kostet und dauert. Die Folge, die alte Quelle könnte ihren Schutz verlieren. Das Landratsamt macht den Klingelbachern Druck. Ein Anschluss an die Fernwasserversorgung scheint unausweichlich. Anwohner Anton Ziesler will etwas dagegen tun. Bei einem Kontrollgang kommt ihm plötzlich etwas ungewöhnlich vor. Irgendwas stimmt da nicht. Normal plätschert das da. Doch heute plätschert hier gar nichts. Viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Entweder entweicht das Wasser irgendwo oder die Quelle macht schlapp. Darüber rätseln auch die Frauen im Dorf. Vielleicht hat das vergangene sehr trockene Jahr etwas mit der geplanten Fernwasserleitung zu tun. Der Sommer, der war doch so heiß, dass die Angst haben, eventuell, dass bei uns auch das Wasser ausgeht. In einigen Ortschaften herrschte damals sogar Wassernotstand. Oh je, jetzt kommt kein Wasser mehr. Was ist denn jetzt los? Den Bayerischen Wald traf es besonders schlimm. An einigen Stellen sprudelte kaum was. Wäre auch die Quelle in Klingelbach betroffen, müsste sie als ordentliche Trinkwasserversorgung stillgelegt werden. Das läuft super. Zum Glück ist alles in Ordnung. Die alte Quelle Gut Klingelbach sprudelt wie eh und je.
Trotzdem geht Ziesler der Sache weiter nach. Vielleicht liefert die Überwachungskamera ja neue Hinweise. Ein Bewegungsmelder löst sie aus. Alle paar Minuten sendet die Kamera ein Bild auf sein Handy. Doch dann die Erkenntnis. Das bin ich aber selber. Sonst war nichts drauf. Da kommt ihm eine Idee. Vielleicht hat die Kläranlage am Ortsausgang etwas mit dem rätselhaften Wasserschwund zu tun. Irgendwas ist da faul. Da stinkt's doch gewaltig hier. Die Anlage wird täglich mit 1,5 Kubikmeter Quellwasser versorgt. Das geklärte Wasser landet im nahegelegenen Bach. Doch Anton Ziesler hat den Eindruck, dass derzeit viel mehr Wasser aus der Kläranlage abfließt. Seht ihr den Flusskrebs da drin? Ein Indiz für sauberes Wasser. Zieslers Verdacht, es fließt mehr Quellwasser als sonst zur Kläranlage. Bist du sicher, dass das unser Quellwasser sein kann? Anton Ziesler hat einen Plan. Er dreht der Kläranlage den Zulauf ab. Nach dem Abdrehen des Schiebers sieht man ja, wird der Schmutz wieder mehr. Der Schaum kommt wieder mehr. Ja, und was machen wir jetzt? Geht zur Presse. Nur wenige Tage später steht der Fall Klingelbach in der Zeitung. Sogar der Bürger. Schwarz auf weiß, wer sehen will. Selbst die Bundesanstalt für Straßenwesen hält das Risiko einer möglichen Verschmutzung des Grundwassers durch die Stichstraße für geringfügig. Kommt nie ein Auto, so gut wie nicht. Und dann steht im Schutzgebiet der Quelle noch ein unbewohntes Haus. Auch das angeblich ein Problem, obwohl... Wir wollen zuerst da aus. Doch von dem Haus könnten gefährliche Stoffe ins Quellwasser gelangen, so die Meinung der Kommunalpolitiker. Wäre das der Fall, hätte es Folgen. Damit ist dann natürlich die bestehende Sinkwasserversorgung nicht mehr gesichert. Heutige Wasserschutzgebiete richten sich nach der Fließrichtung des Wassers und der Durchlässigkeit des Bodens darüber. Man sieht es ja hier bei den anderen Wasserschutzgebieten, die haben eigentlich ja, alle ganz andere Formen. Strengere Auflagen für ein neues Wasserschutzgebiet erfordern auch einen höheren Arbeitsaufwand. Das kostet und dauert. Die Folge, die alte Quelle könnte ihren Schutz verlieren. Das Landratsamt macht den Klingelbachern Druck. Ein Anschluss an die Fernwasserversorgung scheint unausweichlich. Anwohner Anton Ziesler will etwas dagegen tun. Bei einem Kontrollgang kommt ihm plötzlich etwas ungewöhnlich vor. Irgendwas stimmt da nicht. Normal plätschert das da. Doch heute plätschert hier gar nichts. Viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Entweder entweicht das Wasser irgendwo oder die Quelle macht schlapp. Darüber rätseln auch die Frauen im Dorf. Vielleicht hat das vergangene, sehr trockene Jahr etwas mit der geplanten Fernwasserleitung zu tun. Der Sommer, der war doch so heiß, dass die Angst haben, eventuell, dass bei uns auch das Wasser ausgeht. In einigen Ortschaften herrschte damals sogar Wassernotstand. Oh je, jetzt kommt kein Wasser mehr. Was ist denn jetzt los? Den Bayerischen Wald traf es besonders schlimm. An einigen Stellen sprudelte kaum was. Wäre auch die Quelle in Klingelbach betroffen, müsste sie als ordentliche Trinkwasserversorgung stillgelegt werden. Das läuft super. Zum Glück ist alles in Ordnung. Die alte Quelle Gut Klingelbach sprudelt wie eh und je. Trotzdem geht Ziesler der Sache weiter nach. Vielleicht liefert die Überwachungskamera ja neue Hinweise. Ein Bewegungsmelder löst sie aus. Alle paar Minuten sendet die Kamera ein Bild auf sein Handy. Doch dann die Erkenntnis. Das bin ich aber selber. Sonst war nichts drauf. Da kommt ihm eine Idee. Vielleicht hat die Kläranlage am Ortsausgang etwas mit dem rätselhaften Wasserschwund zu tun. Irgendwas ist da faul. Da stinkt's doch gewaltig hier. Die Anlage wird täglich mit 1,5 Kubikmeter Quellwasser versorgt. Das geklärte Wasser landet im nahegelegenen Bach. Siehst du das? Je mehr sie freilegen, desto klarer wird es. Das ist ja Farbe da drunter. Ja. Das haben sie nun wirklich nicht erwartet. Renovieren geht erstmal nicht mehr. Ja gut, dann können wir es aber im Moment nicht überstreichen, dann müssen wir es erst freilegen. Die beiden kommen aus dem Staunen nicht heraus. Vielleicht handelt es sich um wertvolle Wandmalereien. Dann könnte ihnen der Denkmalschutz einen Strich durch die Rechnung machen. Außerdem zieht in einem Monat die Tochter hier ein und die will weiße Wände. Im Moment jedenfalls geht's so nicht weiter. An Weiterarbeiten ist erstmal nicht zu denken.
Stattdessen suchen die Krauses nach Hinweisen in der Geschichte ihrer über 100 Jahre alten Villa. Sie wollen herausfinden, wer diese Wandmalereien geschaffen hat. Denn solche Funde können richtig wertvoll sein. In einem der zahlreichen Bücher stoßen sie auf eine heiße Spur. Friedrich Blume, der Architekt ihres Hauses, war mit dem Hamburger Maler César Klein befreundet. Wenn er die Wände bemalt hat, wäre das eine kleine Sensation. Die Krauses brauchen dringend eine Expertise. Die Kunsthistorikerin Ruth Irmgard Dallinghaus weiß, dass César Klein vor rund 100 Jahren in Berlin wirklich eine Villa ausgemalt hat. Ganz ungewöhnlich. Schön. Schnell wird sie fündig. Mit scharfem Blick entdeckt sie eine kaum erkennbare Inschrift. Kein Zweifel, es ist die Signatur des Malers. Sie haben hier einen von César Klein ausgemalten Raum. Die Expertin weiß auch, seine Bilder können bis zu 20.000 Euro wert sein. Nun fragen sich die Krauses, was sie damit machen sollen. Die wertvollen Malereien würden sie gerne erhalten. Andererseits ist da noch ihre Tochter. Ja, wir müssen einen Kompromiss finden. Ein Restaurator soll sich das ansehen. Tag, Herr Schelkle. Vielleicht hat Hans Schelkle eine Lösung, wie sie die Malereien erhalten und trotzdem renovieren können. Schelkles Planer will einen Teil der Wände mit besonders dünnem Japanpapier abdecken. Es wird überklebt mit speziellen Klebemitteln und gibt uns die Möglichkeit, eventuell später mal wieder die Malerei freizulegen. Und die sichtbaren Motive restauriert Hans Schelkle mit viel Fingerspitzengefühl und feinster Pinseltechnik. Eine überraschend gute Lösung finden die Krauses. Hätten man zu Anfang nicht erwartet, dass es so schön wird. Und so haben die Krauses einen richtigen Kunstschatz in ihrer Villa. In Thalheim dagegen brodelt es weiter. Bürgermeister Nico Dittmann drängt auf den Abriss der alten Fabrik. Das Gebäude muss weg. Sieht wirklich gut aus. Perfekt. Du hast schon. Dankeschön. Denn mittlerweile sind Fördergelder beantragt. Etwa 1 Million Euro. Doch inzwischen zeigt sich. Also müssen die Wände samt Malereien gerettet werden. Das will auch der Bürgermeister. Aber die ganze Aktion könnte die Stadt teuer zu stehen kommen. Wir sind auch für die Kosten verantwortlich. Und da graut es mir, weil da ist der Stadthaushalt da relativ klein für solche Extraaufgaben. Die Bergung der Bilder würde geschätzte 40.000 Euro kosten. Daher gilt es, keine Zeit zu verlieren. Restaurator Thorsten Nimmoth bringt immer mehr rätselhafte Details ans Tageslicht. Eine Moschee, Kamele und sogar chinesische Schriftzeichen. Eine ferne Welt in einer Strumpffabrik mitten im Erzgebirge. Hier ist was ganz Spannendes zum Vorschein gekommen. Katja Kircheis soll das Rätsel lösen. Die Architektin kennt sich mittlerweile gut aus mit der Firmengeschichte. Fakt ist, dass der Bruno Neukirchner 1902 tatsächlich Weltmarktführer war. Der Thalheimer Fabrikant hat seine Strümpfe sogar bis nach China geliefert. Die Wandmalereien sind eine echte Sensation. Doch dann die Ernüchterung. Alle Anwohner im Umkreis werden informiert, die baufällige Fabrik soll abgerissen werden. Und das schon in wenigen Monaten. Oh nein! Die Stadt macht ernst. In ihrer Verzweiflung wendet sich Katja Kircheis an das zuständige Denkmalamt. Hallo? Die wollen jetzt wirklich das Fabrikgebäude abreißen. Ja. Restaurator Thorsten Nimmoth hat eine Idee. Da wäre es vielleicht gut, die Medien einzuschalten. Die Öffentlichkeit soll von den einmaligen Wandmalereien erfahren. Und die Lokalzeitung hat Interesse. Es dauert nicht lang, da erscheint auch schon der Artikel. Bürgermeister Nico Dittmann ist völlig überrascht. Von einem Pressetermin hat er nichts gewusst. Unglaublich. Die alte Fabrik wird zum Gesprächsthema Nummer 1 in Thalheim. Auch der Heimatverein macht sich mittlerweile stark für den Erhalt der Malereien. Das ist einmalig. Doch solange die Fabrik nicht unter Denkmalschutz steht, kann sie jederzeit abgerissen werden. Dann endlich der Anruf des Amtes mit guten Nachrichten. Hallo? Die Kompromisslösung, nur das ausgemalte Zimmer wird unter Schutz gestellt. Prima! Aber das beschert Bürgermeister Nico Dittmann neue Probleme. Das wird ja sicherlich ein Heidengeld kosten, vierstellig, fünfstellig. Wo kriegen wir denn jetzt das Geld her? Was machen wir da jetzt?
Rund 100.000 Euro kostet der Abriss der Fabrik samt Bergung der Zimmerwände. Dazu kommt dann noch die vermutlich ebenso teure Restaurierung. Irgendeine Lösung müssen wir ja finden. Wo die Wandmalereien später ausgestellt werden sollen, weiß Nico Dittmann aber jetzt schon. Mitten im Rathaus. Finde ich wirklich eine tolle Entscheidung.